Also nochmal ganz dolle und viel Spaß. Und da ist er. Ja, guten Morgen, liebe Studentinnen und Studenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser vielleicht für viele ersten Vorlesung in eurem Leben. Ja, so habt ihr euch vielleicht einen Professor vorgestellt. Nach Einstein sehe ich nicht ganz aus. Etwas wenig Haare habe ich. Wer hat das eben gesagt? Super Einwand. Eine Brille habe ich auch aus, also es passt ziemlich viel. Ja, bevor wir jetzt anfangen, muss ich ganz kurz, das macht man vor fast jeder Vorlesung hier an der Universität, die entsprechende PowerPoint-Präsentation starten. Und da sind wir auch schon bei unserem Thema. Ja, heute ist das Thema der Vorlesung, wer summt denn da im Elektromotor? Und wir werden uns zunächst mal ansehen, was ist überhaupt ein Elektromotor, bevor man so eine Forschungsfrage löst. Wir sind ja an einer Universität, da wollen wir ja forschen, wollen neue Dinge entdecken, neue Dinge erforschen. Müssen wir uns natürlich erstmal ansehen, was ist so ein Elektromotor? Und deswegen gehe ich mal hier, ihr seht, ich habe hier schon ganz, ganz viele auch Motoren aufgebaut. Das werden wir gleich alles uns ein bisschen näher ansehen. Und ich gehe zunächst mal nach ganz rechts und habe hier ein Teil, das hat meine Tochter in der Schule gebastelt. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Ja? Ein Taxi, sagst du. Ja, du kannst aus der ersten Reihe lesen, hier steht wirklich Taxi oben drauf. Ein kleines Taxi. Also ein kleines Auto. Ja, dieses Auto kann ich so schieben und dann fährt das. Habt ihr bestimmt zu Hause solche Autos, die so über den Tisch fahren können. Aber was müsste man denn machen, damit dieses Auto von alleine über den Tisch fahren kann? Hat jemand eine Idee? Ja, du vielleicht? Einen Motor einbauen. Genau, und das haben wir hier gemacht. Und jetzt schalte ich dieses Auto mal ein und dann gucken wir mal, was dann passiert. Das ist natürlich auch, das ist auch ein typischer Effekt für Vorführungen an Universitäten oder in Vorlesungen, dass es manchmal nicht auf Anhieb funktioniert. Aber jetzt haben wir es richtig eingestellt und jetzt schalte ich mal ein und ihr seht, dass das Auto hier über den Tisch rollt. Ja? Ihr seht, ein Rad ist angetrieben und dieses Auto kann über den Tisch sich bewegen, weil wir jetzt einen Motor haben. Ja? Der Motor bewegt dieses Auto vorwärts. Viele von euch haben vielleicht so etwas Ähnliches auch als Lego-Motor oder Fischertechnik-Motor oder vielleicht als ferngesteuertes Auto zu Hause. Wer von euch hat ein ferngesteuertes Auto? Na, seht ihr, dann wisst ihr alle zumindest, wie so ein Auto funktioniert und vielleicht habt ihr das auch schon mal auseinandergenommen und auch mal da reingeguckt. Dieses Auto, was ich hier in der Hand habe, hat einen großen Vorteil. Ich kann nämlich das Dach öffnen. Ich kann das Dach abnehmen und kann in dieses Auto hineingucken. Und wenn wir uns jetzt mal, die Kamera schaltet jetzt mal da rein, wenn wir uns jetzt mal dieses Auto von innen ansehen, dann sehen wir zunächst mal dieses Bauteil. Weiß jemand, was das ist? Batterien, habe ich gehört. Super. Wir brauchen nämlich in so einem Motor natürlich Energie, ansonsten wird dieses Auto gar nicht vorwärts fahren. Was finden wir noch? Mal gucken, was die Kamera noch findet in diesem Auto. Kabel haben wir, genau. Wir haben ganz viel Strom, den wir dort schalten müssen, einschalten müssen. Und das Schwarze da oben, dieser schwarze Klotz, den wir da sehen, das ist ein Schalter. Ja, wir müssen also irgendwie diesen Motor ja ein- und ausschalten, sonst wird das Auto ja nicht, oder wird das Auto immer fahren oder fahren, wenn wir nicht möchten. So, und was finden wir noch in dem Auto? Was ist das? Der Motor, genau. Das ist ein Stück Metall und wir, da vorne sehen wir so komische orange Zacken. Ich schalte das Auto jetzt mal ein und wir gucken mal, seht ihr, wie sich das dreht? Hier haben wir so viele Zahnräder und wenn ich das einschalte, dann dreht der Motor die Zahnräder und das Auto würde vorwärts fahren. Ja? Ich kann diesen Motor auch hier rausbauen, den kann man hier so in die Hand nehmen und wenn ich den jetzt so nehme und einfach mal einschalte, dann seht ihr, wie dieses kleine orange Zahnrad sich dreht und wenn ich das an dieses große Getrieberad halten würde, dann würde das Auto vorwärts fahren. Ja? Also man benötigt so einen kleinen Motor, um so ein Auto anzusteuern oder so ein Auto fahren zu lassen. Und wenn dieser Motor dann an ein Getriebe angeschlossen wird, also an dieses große orange Zahnrad, dann kann sich dieses Auto bewegen. Also das ist eine Anwendung von einem Elektromotor, die auch viele von euch bestimmt zu Hause haben. Und jetzt sehen wir uns mal ein paar Bilder an von Elektromotoren, die es sonst noch so auf der Welt gibt. Wir haben jetzt dieses Auto uns gerade angesehen. Wer weiß denn, was das ist? Oh, so viele. Was ist das? Ein Carrera-Auto. Genau, das ist ein Carrera-Auto. Bitte? Ein Audi. Ein Audi, ja, aber ein ganz kleiner Audi. Man sieht nämlich diese Rillen da vorne, das ist eine Carrera-Bahn, also auch ein kleines Spielzeugauto. Eigentlich auch ein Auto, was ungefähr so groß ist wie dieses Elektroauto und das hat auch einen Motor. Der Motor sieht auch sehr, sehr ähnlich aus zu dem Motor, den wir da drin haben. Und wenn wir jetzt mal überlegen, es gibt in der Welt noch ganz viele andere Motoren,
wenn das der Motor ist, der in diesem Carrera-Bahn-Auto liegt, dann gibt es Motoren, die sind 100-mal größer als dieser Motor. Und das sind Motoren für, wer erkennt, was das ist? Für Fahrräder, genau. Das ist ein Elektrofahrrad, vielleicht haben einige von euch zu Hause so ein Elektrofahrrad oder eure Eltern. Und mit diesem Motor kann man also selbst mit einem Fahrrad fahren. Jetzt gibt es Motoren, die sind sogar 1000-mal so groß wie der Motor, der in diesem kleinen Elektroauto drin ist. Und das sind Motoren für Roboter. Hat jemand von euch schon mal so einen Roboter gesehen? Auch ganz viele, so ein Roboter, der bewegt sich, der macht ganz wilde Bewegungen mit seinen Armen. Der hat immer so ein Werkzeug oben in seiner Greifzange und kann damit zum Beispiel schweißen oder irgendwelche Dinge hochheben, all solche Sachen tun. Also so ein Roboter braucht auch starke Motoren, damit er sich bewegen kann. So, was haben wir noch? Wir können den 10.000-mal so groß machen und dann bekommen wir einen Motor, den kann man sogar in ein Auto bauen. Man kann mit einem Elektroauto dann rumfahren. Ja, in so ein Auto kann man sich reinsetzen und kann mit diesem Fahrzeug durch die Gegend fahren. Dann können wir diesen Motor 50.000-mal so groß machen. Was haben wir dann? Dann haben wir einen Motor für was? Für ein Zug, genau. Ein ICE, ja, das ist ein ICE und in einem ICE sitzen auch ganz viele von solchen Motoren, ganz große Motoren, weil so ein Zug ist natürlich sehr schwer. Ihr seht schon, es gibt eben dort so große Motoren, weil wir einen sehr schweren Zug bewegen müssen. Dieses Auto ist aus Holz, das ist sehr leicht und dieser kleine Motor in dem Holzauto, der schafft es, dieses Auto ganz schön schnell hier über die Bühne fahren zu lassen. Aber so ein ICE, der ist super schwer und da braucht man natürlich jetzt auch einen starken, kräftigen Motor, um den antreiben zu können. Und jetzt zeige ich euch die größten Motoren, die es so gibt. Die sind ungefähr 10 Millionen Mal so stark wie der kleine Motor, den wir da haben. Die sehen dann so aus. Man sieht hier so ganz riesige, so ein riesiges Rohr. Ja. Das sind schon super Antworten. Turbine habe ich gehört. Das ist nämlich so ein Motor für eine Wasserturbine. In diesen Motor kann man sogar reinkrabbeln. Ihr seht die Arbeiter, die hier vorne diese Leitungen in den Motor verlegen. Die sitzen da sogar drin, wenn man so einen Motor aufbaut. Und solche Motoren oder auch Generatoren nennt man die, weil die Energie erzeugen, die werden in solchen Wasserkraftwerken eingesetzt, um dort ganz, ganz viel Strom zu erzeugen. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Motoren gesehen, die in der Industrie oder im täglichen Leben auftreten. Aber ihr selbst habt mit Sicherheit heute Morgen auch schon eine ganze Menge mit Elektromotoren oder elektrischen Maschinen erlebt. Und deswegen sehen wir uns mal an, was ihr selbst heute Morgen gemacht habt. Wer von euch hat heute Morgen im Bett gelegen und geschlafen? Ja, alle, das nehme ich doch wohl an. Ja, und was passierte zunächst? Ihr habt die Rollladen hochgemacht. Bei wem gingen denn zu Hause die Rollladen elektrisch hoch? Ungefähr die Hälfte, seht ihr? Und wer hat die Rollladen mit seiner Hand hochgezogen? Auch eine ganze Menge. Einige haben gar keine Rollladen, schön. Aber in diesen Rollladen, die elektrisch hochgehen, haben wir eben auch solche Elektromotoren. Ja? Solche kleinen Elektromotoren, die diese Rollade einfach hochheben. Wer hat von euch eine elektrische Zahnbürste benutzt? Auch eine ganze Menge. Auch ihr habt einen Elektromotor entsprechend heute Morgen schon benutzt. Dann habt viele von euch vielleicht geduscht oder gebadet. Dann braucht man viel Wasser natürlich, was durch die Dusche auf euch niederprasselt. Dieses Wasser kommt natürlich nur dann aus der Dusche raus, wenn eine schwere Pumpe das Wasser durch euer ganzes Haus pumpt und dann entsprechend auf euch niederregnen lässt. Föhnen haben wir noch. Wer hat sich geföhnt? Auch viele. In so einem Föhn, da gibt es auch einen kleinen Motor, der sich dreht und der dann die ganze Luft durch den Föhn pustet. Und die Luft wird dann noch erwärmt über eine Heizung. Und dann habt ihr entsprechend ja, den Föhneffekt, dass eure Haare durcheinander wirbeln und dann entsprechend getrocknet werden können. Dann haben wir eine Heizung benutzt. Es ist ja im Moment schon sehr kalt draußen. Viele von euch haben bestimmt in einem warmen Zimmer heute Morgen gesessen und gefrühstückt. Auch die Heizung benötigt warmes Wasser und dieses warme Wasser wird eben durch eine starke Pumpe erzeugt, die das Wasser durchs Haus pumpt. Smoothie. Wer hat heute Morgen einen Smoothie getrunken? Ja, gibt tatsächlich ein paar gesund lebende Kinder hier. Also ein Smoothie-Mixer funktioniert auch mit einem kleinen Elektromotor, der entsprechend das Obst oder das Gemüse dort zerhackt. Kühlschrank habt ihr benutzt. In einem Kühlschrank gibt es viel Kühlmittel. Dieses Kühlmittel muss auch gepumpt werden. Ein Fahrrad. Wer ist von euch mit dem Fahrrad heute gekommen? Sogar ein paar sind bei dem Regen mit dem Fahrrad gekommen. Da habt ihr ein Dynamo dran. Dieser Dynamo, wenn ihr den anschaltet an den Reifen, dann dreht er sich und es entsteht Energie, es entsteht Strom und auch dann habt ihr ja Licht. Das Licht braucht ihr fürs Fahrradfahren. Also auch ein kleiner Motor oder ein Energiewandler, wie man technisch zu diesen Dingen sagt. Dann seid ihr alle mit dem, oder der Rest ist vielleicht mit dem Auto gekommen. Im Auto gibt es ganz, ganz viele Elektromotoren. Hier liegt zum Beispiel ein großer Elektromotor. Es gibt noch größere, es gibt auch noch viel kleinere Motoren, die man in Autos findet. Für Scheibenwischer, für Fensterheber und auch für den Antrieb des Autos. Also ganz, ganz viele Motoren im Auto.
Und zum Schluss habt ihr natürlich Strom gehabt. Ihr habt bei euch am Frühstückstisch bestimmt eine Lampe brennen gehabt. Und diese Lampe brennt nur deshalb, weil solche großen Motoren eben dafür sorgen, dass im Kraftwerk eben Energie erzeugt wird. Okay, jetzt haben wir gesehen, wo ihr heute Morgen schon Berührung mit elektrischen Maschinen oder Elektromotoren gehabt habt. Ich zeige euch jetzt mal, ihr habt eben geschätzt, wie so ein Professor aussieht, was so ein Professor macht in seinem Leben. Ich habe in meiner Kindheit, als ich so alt war wie ihr, natürlich auch mit Elektromotoren gespielt. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr mal seht. Auch aus euch kann natürlich diejenigen, die von euch jetzt zum Beispiel solche Carrera-Bahn fahren, aus euch wird vielleicht auch mal ein Professor. Ja? Ihr müsst also keine Angst haben, wenn ihr studiert, dann könnt ihr durchaus auch mal irgendwann hier eine Vorlesung für die Kinderuni halten. Also das war ich damals, als ich so alt war wie ihr, da habe ich mit so einer Carrera-Bahn gespielt, also eben auch ein Elektromotor. Ich hatte auch eine schöne Lego-Eisenbahn, so eine Lego-Eisenbahn hat auch einen schicken, feinen Elektromotor und die fährt dann schön solche Kreise. Und zum Schluss gab es sogar schon vor 30 Jahren Elektromobilität, also so ein kleines Elektrofahrzeug, auf dem ich damals durch die Gegend geheizt bin. Dann habt ihr mal so einen kleinen Eindruck, dass eben auch Professoren als Kinder genauso wie ihr mit solchen technischen Dingen eben rumspielen. Gut. Ja, was machen wir an der Universität mit Elektromotoren? Ich bin dann, nachdem ich die Schule besucht habe, Abitur gemacht habe und studiert habe, irgendwann mal Professor geworden, war zwischendurch noch in der Industrie, habe in der Automobilindustrie solche Elektromotoren für Autos gebaut, stehe jetzt hier in der Universität Braunschweig und wir forschen an Elektromotoren. Das heißt, wir erforschen Elektromotoren, wir versuchen solche Motoren sehr stark zu machen, sehr powerful sozusagen zu gestalten. Wir versuchen, die so zu bauen, dass die sich sehr schnell drehen können, dass sie ganz viel Kraft haben und eben große Züge, Autos, Turbinen, alles, was wir eben gesehen haben, möglichst gut ansteuern können. Und wenn man sowas macht, das ist ein Foto von zwei Mitarbeitern von mir, das sind Spezialisten für Elektromotoren, die können solche Elektromotoren bauen, zusammenbauen, die können die hier zusammenschrauben. Ihr seht, wie man diese Motoren dann zusammenschraubt, um die zu testen. Und wenn man solche Motoren testet, dann nimmt man ganz viel Messgeräte und misst eben diese Motoren nach. Man misst, wie schnell die drehen und all diese Dinge. Wenn man so einen Motor, wir haben gesehen, das sind hier in dem Auto ein kleiner Motor, hier ist ein etwas größerer Motor. Wenn man diese Motoren jetzt vermessen möchte, dann braucht man einen sogenannten Prüfstand. Das heißt, man hat eine große Messumgebung, wo man diesen Motor aufspannt, aufschnallt und das sieht dann so aus. Ein bisschen schwer zu erkennen, wir sehen hier lauter technische Geräte, aber hier oben, das mit den zwei orangen Leitungen, das ist jetzt ein Motor, der an so einem Prüfstand getestet wird. Ja, dieser Motor soll jetzt geprüft werden auf alles, was der Motor kann. Jetzt kann so ein Motor natürlich in erster Linie technische Dinge leisten, das heißt, hier werden technische Daten dann geprüft. Und was kann man an so einem Prüfstand messen? Was wird, oder welche Charakteristiken von so einem Motor kann man an so einem Prüfstand herausfinden? Der kann sich zum einen drehen, wir sehen hier diese gelben Pfeile, der kann sich rechts rumdrehen, dann kann man den Motor auch mal links rumdrehen lassen. Also ein Motor kann sich immer rechts oder links rumdrehen, das ist egal. Bei so einem Auto, ja, was würde passieren, wenn ich den Motor jetzt anders rumdrehen lasse als eben? Bitte? Der fährt wohl, der fährt dann nämlich rückwärts. Ne? Wenn ich den Motor rechts rumdrehen lasse, dann fährt er nach vorne, wenn ich den anders rumdrehen lasse, fährt er halt nach hinten. Deswegen müssen Motoren auch immer vorwärts und rückwärts drehen können. So, was kann man an so einem Prüfstand messen? Wir können die Kraft des Motors messen. Ja, wir können also wirklich testen, wenn man diesen Motor ansteuert, wenn man ihn also mit Strom versorgt, welche Kraft hat er, welche Autos kann der bewegen? Ja, wie groß darf das Auto sein, was dieser Motor bewegen möchte? Was kann man noch messen? Die Geschwindigkeit. Also wie schnell kann sich dieser Motor drehen? Ja, es gibt Motoren, die drehen sich sehr langsam, zum Beispiel wenn ihr eine Windkraftanlage seht, da seht ihr die Flügel, wie die sich so ganz langsam im Wind drehen. Das sind Elektromotoren, die sich relativ langsam drehen. Aber es gibt auch Motoren, die sich super, super schnell drehen. Zum Beispiel, wir hatten eben den Carrera-Bahn-Motor gesehen. Das sind kleine, sehr, sehr schnell drehende Motoren. Die drehen sich 20.000 Mal in der Minute. Ganz, ganz schnell drehende Motoren. Also es gibt ganz langsam und auch eben ganz schnell drehende Motoren. Und das kann man an so einem Prüfstand eben untersuchen. Ja, weiterhin haben wir die Temperatur. Ganz wichtig für solche Motoren ist zu wissen, wie warm die werden. Nämlich, wenn ich so einen Motor drehen lasse, dann wird er immer wärmer und man muss die eventuell sogar kühlen. Man muss die anpusten mit Luft oder man muss da Wasser durchleiten, damit die Wärme abgeführt wird. Also man muss Motoren kühlen und deswegen muss man natürlich auch wissen, wie warm wird der Motor, wenn man den in ein Auto einbaut oder in einen Roboter oder irgendwo anders. Also die Temperatur kann man messen an so einem Prüfstand.
Was haben wir noch? Die Haltbarkeit eines Motors. Ja, man möchte auch manchmal wissen, wie lange hält denn so ein Motor? Wenn man so einen Motor in einen ICE einbaut, wir haben eben gesehen, ein Zug, ICE, der fährt jeden Tag riesige Strecken. So ein ICE fährt von ganz Norddeutschland bis Süddeutschland und am nächsten Tag wieder von Süddeutschland nach Norddeutschland und immer hin und her. Und der darf natürlich nie ausfallen. Ja, deswegen muss man auch testen, ob die Motoren, die in so einen Zug eingebaut sind, ob die das aushalten. Deswegen macht man solche Haltbarkeitsuntersuchungen. Hier ist ein Bild von einem Motor, der nicht gehalten hat. Ihr seht vielleicht hier, wie schwarz der geworden ist. Der ist richtig verkohlt. Ein Motor, der quasi verbrannt ist, weil er einen Isolationsschaden hatte und danach ist dieser Motor eben kaputt gegangen. Sowas kann man an dem Prüfstand eben untersuchen. Und jetzt komme ich auf den wichtigen Punkt der Lautstärke. Das ist ja das Thema dieser Vorlesung. Was summt denn da im Elektromotor? Wenn man so einen Motor laufen lässt, wenn ihr mal ganz leise seid und ich diesen Motor nochmal anstelle, dann hört ihr, ja, ich hatte den ja gerade eben ausgebaut, deswegen kann man ihn jetzt auch nicht hier hören, aber dann hört man, wenn das Auto fährt, welche Geräusche dieser Motor macht. Und wir wollen uns gleich im Laufe der Vorlesung nochmal ansehen, also ich schalte nochmal ein, hier hört ihr, wie das hier rappelt, ja, oder wie der Motor Geräusche entsprechend produziert. Und auch das kann man an so einem Prüfstand eben testen, wie laut ist so ein Motor. Denn ihr möchtet ja nicht, dass wenn ihr zum Beispiel eine Zahnbürste habt, eine elektrische Zahnbürste, ihr wollt ja nicht, dass die in euren Händen da richtig laut rumpfeift, sondern das muss alles sehr leise sein. Oder wenn man mit einem Elektrofahrrad oder Elektroauto fährt, dann soll das auch sehr leise sein, soll nicht sehr laut sein. Also die Lautstärke. Man prüft also, ob der Motor sehr laut ist, wenn er fährt oder wenn er sich dreht, oder ob er eben sehr leise ist, wenn er sich dreht. Dazu gebe ich euch jetzt mal ein Beispiel. Wir haben hier ein Bild von einem Motor, das ist ein echter Motor, ein sehr leistungsstarker Motor, ein Motor, der ganz viel PS hat. PS kennt ihr vielleicht aus dem Auto. Und dieser Motor, der ist auf dem Prüfstand vermessen worden. Und jetzt hören wir uns mal an, wie dieser Motor sich anhört, wenn der sich dreht. Man sieht hier vorne dieses Rohr, was ihr da seht, das ist dieses drehende Teil von dem Motor. Man sieht kaum, dass er sich dreht, aber man hört es. Und deswegen sind wir jetzt mal ganz leise und hören uns an, wie der sich anhört. Das ist das. Jetzt hört ihr so ein Kratzen. Ja, das ist wie das Summen von Bienen. Hört ihr dieses Zzzz? Das ist dieses Geräusch. Das ist dieses Geräusch, was dieser Elektromotor von sich gibt. Und da muss man jetzt versuchen, diesen Motor so zu bauen, dass der eben sehr leise wird, dass diese Geräusche eben nicht mehr auftreten. Ja? Also so hört sich das an, wenn man einen Motor auf einem Prüfstand vermisst, sagt man dazu, oder eben testet. Jetzt muss ich mir einen kleinen Schluck Wasser gönnen. Ihr könnt weiter zuhören. Okay. So, und jetzt werden wir uns gleich mal ansehen. Hier habe ich nochmal dargestellt die ganzen Motoren, die wir eben schon einmal uns angesehen haben. Und man muss eben dafür sorgen, dass diese ganzen Motoren eben alle sehr leise sind. Also die Frage: Was summt denn da in diesem Motor? Wieso macht so ein Motor solche Geräusche? Die wollen wir jetzt als nächstes klären. Und deswegen überlegen wir uns jetzt mal, wie funktioniert denn so ein Motor überhaupt? Und dazu machen wir hier ein Experiment. Und für dieses Experiment brauche ich jetzt drei Freiwillige von euch. Du hast als erstes aufgezeigt, du kannst mal hier über das Brett springen, dann nehmen wir dich noch mit dem gestreiften Pullover und vielleicht von ganz hinten zeigt jemand mit einem grünen Pullover auf. Ja, genau du. So, dann haben wir drei. Kommt ihr dreimal nach vorne. Also, okay. So, was wir hier vorne sehen, sind eine Menge Elektromotoren und wir sehen hier vorne zum Beispiel, dass der Motor aus vielen Drähten besteht. Wir haben auch in dem Auto schon eben gesehen, dass man Strom braucht für Elektromotoren. Also man braucht Magnetismus. Wir müssen irgendwie in diesem Motor sehen, dass wir ein magnetisches Feld erzeugen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was Magnetismus heißt. Wir haben hier eine Stromquelle, also aus dieser schwarzen Kiste kommt Strom, Energie heraus. Das hier ist ein Schalter, das ist deine Aufgabe. Wie heißt du? Bennett. Bennett. Das ist deine Aufgabe, gleich diesen Schalter zu schalten. Wie heißt du? Johanna. Nochmal? Johanna. Johanna, du nimmst dieses Teil in die Hand. Und wer bist du? Finn. Nochmal? Finn. Finn. Der Finn, der nimmt diesen Schraubenschlüssel gleich in die Hand. Und für alle anderen, die Studentinnen und Studenten, zeichne ich nochmal kurz an, was wir jetzt gleich machen. Wir haben hier so ein Stück Eisen. Das male ich mal so hier an die Tafel.
Wir haben hier so ein Stück Eisen und um dieses Stück Eisen herum ist jetzt ein Draht gewickelt. Ja, dieser Draht ist so um dieses Stück Eisen wie eine Spule herumgewickelt und wir lassen jetzt durch diesen Draht gleich einen Strom fließen. Ja, also das ist unser Stück Eisen und durch diesen Draht lassen wir jetzt gleich einen Strom fließen, wenn wir den Strom einschalten. Ja, auf dem Video seht ihr das, seht ihr eine andere Anordnung, die das gleich auch nochmal zeigt. So, jetzt haben wir drei Teile. Wir fangen jetzt mal damit an, dass du den Strom einmal einschaltest. So, ja, was passiert? Gar nichts, ne? Jetzt nimmst du mal bitte diese Spule in die Hand und du nimmst diesen Schraubenschlüssel. Genau, und jetzt hältst du mal den Schraubenschlüssel unter die Spule. Genau. Und, merkt ihr was? Beschreibt mal, was ihr hier feststellt. Also der Eisen hier zieht den Schraubenschlüssel an. Also. Genau, der Schraubenschlüssel wird angezogen. Jetzt können wir das auch nochmal für alle sichtbar machen. Hältst du den mal da richtig drunter? Wir kleben den einfach fest. So, lass mal los. Der hält sogar fest. Jetzt kannst du mal den Strom abschalten und dann sehen wir mal, was dann passiert. Fällt der Schlüssel runter. Das können wir nochmal machen. Schalt mal wieder ein. Jetzt schalt mal wieder ab. Super. Also, wir sehen, sobald man den Strom in so einer Spule einschaltet, entsteht ein magnetisches Feld. Dieser Schlüssel wird angezogen und mit einer richtig großen Kraft zieht diese Spule dieses Stück Eisen an. Ja? So, vielen Dank, das war schon mal super. Ein bisschen Applaus für die drei Experimentierer. So, das heißt, was haben wir gelernt, wenn man hier Strom einschaltet, also hier Strom in diese Spule einschaltet, dann entsteht hier ein Magnetfeld. Man kann dieses Magnetfeld auch so ein bisschen andeuten, mit solchen Feldlinien nennt man das. Und es entsteht dann ein Feld, was so ein Stück Eisen, wenn wir sagen, das hier unten ist dieses Stück Eisen, was wir da drunter gehalten haben, was eben dieses Stück Eisen anzieht. Ja? Das heißt, dieses Stück Eisen wird an diese Spule angezogen. Ja, was hat das Ganze jetzt mit einem Motor zu tun? Das ist ja doch kein Motor, das ist einfach nur so ein Klack. Wir haben gesehen, dass dieses Stück Eisen eben hier angezogen wurde und dann einfach festklebt. Ja? Es wird zwar von der Seite so ein bisschen bewegt, aber wir wollen ja eigentlich eine rotierende Bewegung haben. Wir wollen ja, dass der Motor sich dreht. So, und was macht man, wenn man das erreichen möchte? Ich fahre die Tafel mal noch ein bisschen höher. Man nimmt jetzt nicht nur eine Spule, sondern man nimmt mehr Spulen. Ich nehme noch eine zweite Spule, die male ich mal hier hin. Dann haben wir noch eine dritte Spule, die male ich mal hier hin. Und eine vierte Spule, die haben wir hier. Eine fünfte Spule hier hin und eine sechste Spule, die malen wir hier hin. Und um all diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spulen werden wir jetzt wieder genau wie hier oben auch einen Draht legen. Ja, überall haben wir diesen Draht herumliegen. Hier vorne auch, hier vorne auch. Also um alle diese Spulen wickeln wir sozusagen einen Draht. Und wir sehen jetzt vielleicht auf unserem Video, auf der Kamera, wie das dann in echt aussieht, wenn man sowas dann in echt realisiert. Da sehen wir jetzt einen echten Motor. Das heißt, wir haben ganz viele Spulen, die einfach im Kreis angeordnet sind. Ja, die einfach in so einem Kreis angeordnet sind. Und ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir schalten hier oben in der obersten Spule den Strom ein und dieses kleine Stück Eisen oder dieser Magnet, man kann auch einen Magnet hier nehmen, der möchte jetzt angezogen werden oder wird angezogen von dieser Spule. Und was macht man in einem Motor? Man schaltet jetzt plötzlich diese Spule ein und dann will dieses Stück Eisen oder der Magnet nach hier vorne weiter wandern bzw. dreht sich weiter. Und kurz bevor der hier angekommen ist, schaltet man einfach diese Spule ein und dieses Stück wandert wieder weiter. Und kurz bevor er hier angekommen ist, schaltet man diese Spule ein und schon wandert er hier hin. Ja? Und wenn ich das Ganze jetzt hier an einen drehbaren Punkt bringe und dieses Teil, was wir jetzt hier in der Mitte sehen, auch entsprechend lagere, also drehbar lagere, dann wird dieses Teil, was wir hier in der Mitte sehen, sich eben drehen und wird immer weiter herumwandern. Ja, man schaltet also einmal diese oberste Spule ein, dann diese, dann diese, dann diese, dann diese und ein Stück Eisen oder Magnete, die hier innen aufgebracht sind, die wandern dann von Spule zu Spule und werden immer weiter durch den Motor sich hindurch bewegen. Ja? Also das sind die, und deswegen dreht sich dieser Motor. Jetzt muss ich meinen Präsenter gerade mal suchen.
So, und aus welchen Teilen besteht jetzt so ein Motor? Wir haben hier gesehen, das ist das Grundprinzip, ja, das ist die grundsätzliche Wirkungsweise. Und jetzt gucken wir uns natürlich an, wie sieht das in der Realität aus oder welche Teile braucht man, um so einen Motor jetzt aufzubauen. Das habt ihr gerade in dem Film schon gesehen, das ist so ein äußerer Ring, in dem diese ganzen einzelnen Spulen alle angeordnet sind. Und diesen äußeren Ring, den nennt man Stator. Ja, das sind also, ich schreibe mal drüber, Fachbegriffe. Ihr seid ja heute hier zum Studieren, also müsst ihr auch Fachbegriffe lernen. Fachbegriffe, Doppelpunkt. Das erste ist der Stator. Ja, der Stator, das ist das feststehende Teil hier außen. Diese ganzen sechs Spulen, die stehen einfach fest. Und drehen tut sich ja eigentlich nur das Ding, was da in der Mitte ist, nämlich dieses Stück Eisen oder das in der Mitte befindliche Teil. Und hier seht ihr da mal ein Bild von so einem Stator, wenn man den aufbaut. Wenn man also so diesen Kranz mit den ganzen Spulen jetzt aufbauen möchte, dann muss man diese Spulen alle wickeln. Ja, ich muss jetzt ganz viele Spulen wickeln. Hier sehen wir noch zwei andere Motoren, wo man so viel Kupfer hier sieht. Ihr seht dieses glänzende Metall. Das sind solche Spulen, die einfach außenrum gewickelt sind und dadurch eben dafür sorgen, dass man immer, wenn man hier weiterschaltet, ja so ein Drehfeld erzeugt. Drehfeld, apropos, haben wir wieder einen neuen Begriff. Drehfeld. Das ist also ein drehendes magnetisches Feld. Drehendes magnetisches Feld. Ja, dieses magnetische Feld dreht sich in dem Motor und hier innen drin ein Magnet wird einfach mitgenommen und dreht sich entsprechend mit. Das kann man auch so darstellen, wie wir es hier oben an der Grafik sehen. Das ist eine Darstellung von diesen ganz vielen roten Wicklungen, die wir haben. Und außen dieser grüne Kranz, das ist eben dieser Stator, dieses feststehende Teil im Motor. Ja, und jetzt haben wir noch ein zweites Teil, nämlich dieses drehende Teil. Und das ist das hier in der Mitte, was ich hier blau gezeichnet habe, nämlich dieses drehende Element. Und das ist der sogenannte Rotor. Rotor kommt von rotierend, deswegen ist das das rotierende Motorteil. Ja, und woraus besteht dieser Rotor? Dieser Rotor besteht aus zum Beispiel Magneten. Ja? Ich brauche dort Magnete, damit eben immer dieses weiter mitziehen mit dem Magnetfeld in diesem Motor funktioniert. Auch den Rotor kann man so zeichnen. Da seht ihr jetzt das Grüne, was wir in der Mitte sehen oder was wir da drunter sehen. Das ist der Rotor und man sieht hier diese kleinen Stücke da, diese V-förmigen Stücke, das sind die kleinen Magnete, die in diesem Rotor sitzen. Also die Magnete sehen wir genau da. So, und jetzt kann man so eine Maschine, das ist jetzt der gesamte Motor, den wir da oben an der Wand sehen, dieses grüne Teil, kann man in einem Computer simulieren. Ja, was wir hier jetzt haben, das sind ja echte Elektromotoren und wir haben jetzt auch gesehen, dass die echt funktionieren. Hier vorne wurde Magnetfeld erzeugt in der Spule. Dieser Motor hat auch funktioniert, aber an der Universität simuliert man solche Motoren auch. Man möchte nicht so einen Motor sofort bauen, sondern man macht erstmal Untersuchungen im Computer. Ja, man berechnet die Motoren, überlegt sich, wie viel Strom muss da fließen, wie warm wird der, das kann man alles simulieren. Man kann auch Magnetfelder simulieren und jetzt sehen wir mal, wie das dann aussieht. Wir tun also so im Computer, als würden wir auf diesen Motor jetzt Strom schalten. Ja? Wir würden also jetzt auf diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spulen Strom schalten. Und jetzt kann man sich im Computer ansehen, was dann passiert. Jetzt sieht man solche Färbungen, solche roten und blauen Färbungen. Und diese roten und blauen Färbungen, die wir da auf diesem Motor sehen, das sind jetzt diese Magnetpole, die in diesem Stator, wohl bemerkt, war dieses feste Teil, waren diese festen Wicklungen, die also in diesem Stator hier sich ausbilden. Also jeder rote Bereich ist zum Beispiel ein Nordpol und jeder blaue Bereich ist entsprechend ein Südpol. Und so haben wir lauter Nord- und Südpol in so einem Motor. Und jetzt kann man so einen Motor sogar drehen lassen. Ja, jetzt seht ihr, wie dieser Motor dreht. Wenn jetzt man diese Spulen immer weiter schaltet, wenn man also mal diese einschaltet, dann diese, immer im Kreis, dann passiert so etwas, dass man ein Drehfeld erzeugt, dass man dieses drehende Nord-Süd-Pol-System erzeugt. Und wenn er mal genau hinguckt, in der Mitte, dieser Kranz hier in der Mitte, der dreht sich. Ja, diese ganzen kleinen Magnete, die hier eingezeichnet sind, die drehen sich jetzt mit und werden sozusagen durch diese Nord- und Südpole, durch die drehende Nord- und Südpole eben mitgezogen. Ja, also das ist die Funktion des Motors. Fahren wir hier nochmal die Tafel ein bisschen höher. Also Funktion
Das Drehfeld zieht, schreibe ich mal, zieht die Rotorpole mit sich. Rotorpole mit sich. Ja, und dadurch entsteht so ein drehendes System. So, jetzt haben wir die Funktionsweise von so einem Motor gesehen. Wir sehen, wieso sich so ein Motor dreht. Und jetzt wollen wir die Frage klären, wieso summt der denn? Was macht der denn für Geräusche? Warum macht so ein Motor Geräusche? Eigentlich würde man ja sagen, wenn so ein Motor sich dreht, ich habe hier einen Motor, wenn ich den mal so einfach drehe, dann passiert hier gar nicht viel, dann hört man gar nicht so viel. Aber dieser Motor, haben wir ja eben gehört, macht ja Geräusche. Du hast eine Zwischenfrage, was möchtest du wissen? Warum tun sich die Pole mitdrehen? Also diese Grafik zeigt, wenn du mal genau guckst, dieses, wo ich jetzt meinen roten Punkt habe, ja, diese Linie da oben, das sind die Wicklungen, die drehen sich gar nicht mit. Was sich dreht, sind diese Schattierungen, das Blaue und das Rote. Ja, das sind Magnetfelder, die sich bewegen. Und in der Mitte, das sind die Rotorpole, die müssen sich ja drehen, weil der Rotor des Motors sich halt drehen muss. Ja, also dieses Stück bleibt quasi immer feststehen und der Rotor, der da drin ist, der dreht sich jetzt in diesem Spulensystem. Ja, also wenn wir das Bild auf die Realität so übertragen, dann hat man in dem Motor jetzt hier einen sich drehenden Rotor, also den festen Stator und dieses rotierende Stück Rotor in dem Motor eben. Okay, aber was summt denn da? Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir hier machen. Wir schalten mal den ein, mal den an, mal den ein und das führt eben dazu, dass wir immer kleine Kraftanteile haben. Wenn diese Spule eingeschaltet wird, dann gibt es hier eine kleine Kraft auf den Rotor. Wenn die dann eingeschaltet wird, gibt es hier eine kleine Kraft. Also jede einzelne Spule in dem Motor gibt immer einen kleinen Kraft, ein Häppchen Kraft sozusagen heraus, damit der Motor sich weiterdrehen kann. Und dieses Häppchen Kraft führt dazu, dass wir dort eben so ein bisschen Schwingen in dem Motor finden. Ja, jedes Mal wird immer ein bisschen der Rotor weiter vorgeschoben. Und das führt dazu, dass Geräusche entstehen. Man kann die auch messen. Das zum Beispiel ist so eine Schwingung, die man messen kann in so einem Motor. Also immer wenn so ein roter oder blauer Pol hier vorbeikommt, gibt es sozusagen hier einen Ausreißer in diesem Messsignal und man kann dann ein Geräusch dort entdecken. Also das Geräusch des Motors hängt eben davon ab, wie geschmeidig sozusagen die Nord- und Südpole, die wir hier sehen, durch den Motor laufen. Okay. Wir sehen uns das Ganze nochmal hier an einem Experiment an. Ich habe hier einen Motor, wie er hier steht. Ihr seht hier die Kupferwicklung des Motors und in der Mitte gelbe und rote Bereiche. Diese grünen und roten Bereiche, das sind Magnete, die dahinter liegen. Und wenn ich das jetzt hier einschalte, dann dreht sich dieses äußere Feld, genau wie wir es da oben in der Simulation sehen, und nimmt sozusagen diesen und sorgt dafür, dass dieser Rotor oder dieser Motor sich entsprechend dreht. Ja? Wir sehen jetzt, wie dieser Rotor dreht, wie also der Rotor in Drehung versetzt wird. Ich kann das jetzt ganz schnell laufen lassen, diesen Motor, ich kann den auch langsam laufen lassen, je nachdem, wie schnell ich dieses äußere Feld drehen lasse. Jetzt läuft er super schnell, jetzt wieder langsam. Je nachdem, wie schnell ich den also außen laufen lasse, desto schneller rotiert dieser Motor. Ja? Das ist quasi ein bisschen größerer Motor als der in dem Auto. Aber hier passiert genau das, was wir da oben in der Simulation sehen. Außen haben wir so ein Drehfeld im Motor und dieses Drehfeld nimmt jetzt die Magnete im Motor immer mit und sorgt dafür, dass dieser Motor rotiert. Okay, jetzt schalte ich den mal wieder ab. So, und jetzt fassen wir das Ganze, was wir bis jetzt gelernt haben, mal ein bisschen zusammen. Wir haben jetzt gesehen, wenn man einen Motor aufbauen möchte, ein Motor, der ein Auto antreibt oder ein Motor, der etwas anderes antreibt, was braucht man? Wir brauchen Magnete für diesen Motor, wir brauchen Draht, wir müssen diese Spulen ja wickeln, die wir hier sehen, diese 6 Spulen, es gibt auch Motoren mit 8, mit 9, mit 12 Spulen, oft sind das sogenannte dreiphasige Motoren, da hat man immer so einen Faktor 3 in den Spulen drin, also 3, 6, 9, 12, 15 Spulen, damit dieser Motor eben sehr schön funktioniert und sehr rund läuft. Also wir brauchen Magnete, wir brauchen Draht. Was brauchen wir noch? Eisen brauchen wir. Ihr seht hier dieses dunkle Zeug, in dem dieses Kupfer halt eingebracht ist. Das hier ist alles Eisen, damit der Magnetfluss eben sehr schön geführt wird, sagen wir dazu. Damit also das magnetische Feld besonders stark sein kann in diesem Motor. Deswegen wickelt man diese Spulen in Eisen oder bringt sie in so ein Eisen,
in so einer Eisenumgebung. Und zum Schluss haben wir natürlich noch Strom. Wir brauchen Strom, ansonsten dreht sich dieser Motor nicht. Immer nur dann, wenn Strom in den Leitungen fließt, das haben wir hier an diesem Versuch ja gesehen. Nur wenn Strom fließt, dann ist Magnetismus da, nur dann bleibt das Stück Eisen hier eben hängen. Ja, was braucht man noch, wenn man sich mit Elektromotoren beschäftigt? Wir brauchen etwas Mathematik. Ja? Ihr seid jetzt hier an der Technischen Universität Braunschweig und falls ihr mal ein technisches Studium beginnt, falls ihr mal Ingenieurin oder Ingenieur werden wollt, dann muss man sich halt mit etwas Mathematik beschäftigen. Deswegen machen wir auch jetzt hier eine kleine Rechenaufgabe zu diesem Thema Elektromotoren. Wir sehen ja schon, wir haben schon ein paar Zahlen hier genannt. Es gibt 6 Spulen hier für diesen Motor. Also solche Fragestellungen, wie viele Spulen nimmt man, damit so ein Motor super funktioniert, all das kann man sich berechnen, all das kann man ausrechnen. Aber wir haben jetzt ja heute nicht so viel Zeit, das ganze Feld der Elektromotoren uns anzusehen, aber wir werden uns mal ein paar Begriffe von Elektromotoren, ein paar mathematische Begriffe von Elektromotoren hier vornehmen. Und zwar zunächst den wichtigsten Begriff, der hier eine Rolle spielt, und das ist der Begriff der Drehzahl. Ja, so ein Motor hat eine Drehzahl. Was ist die Drehzahl von einem Motor? Hat jemand eine Idee von euch? Ja, sag mal. Die Schnelle, ja, wie schnell der sich dreht. Gut, und du? Oh, das war schon eine ganz gute Antwort. Wie oft er sich pro Minute dreht. Die ist so gut, die Antwort, dass ich die genau so, wie sie war, immer hier hinschreibe. Wie oft er sich pro Minute dreht. Pro Minute dreht. Da mache ich auch ein Rufzeichen hinter. Hört sich erstmal komisch an. Ne? Wie oft er sich dreht, kann man sich noch vorstellen, aber warum gerade pro Minute? Man könnte ja auch sagen, wie oft dreht sich so ein Motor pro Tag oder pro Sekunde. Aber hier haben wir schon einen Hinweis auf die Einheit, die man hier verwendet für die Drehzahl. Man spricht bei Elektromotoren immer von Umdrehungen pro Minute. Ja, also Umdrehungen pro Minute. Umdrehungen pro Minute. Oder man kürzt das ab in U Schrägstrich oder U geteilt durch Minute. Umdrehungen pro Minute. Ja, ein Motor dreht sich mit einer Drehzahl von 10.000 Umdrehungen pro Minute. Wenn ihr euch also daneben stellen würdet und würdet genau nachzählen, wie oft hat er sich denn jetzt in diesen 60 Sekunden, in dieser Minute gedreht, dann kommt man genau auf diesen Umdrehungen pro Minute Wert. Ihr kennt bestimmt andere Einheiten, andere Größen, zum Beispiel, wenn ihr mit dem Auto fahrt, dann fahrt ihr über die Autobahn mit einer gewissen Geschwindigkeit, zum Beispiel mit 100 Kilometer pro Stunde. Ja, Kilometer pro Stunde ist auch eine Einheit, aber jetzt eine Einheit für eine Bewegung geradeaus, ja, für eine lineare Geradeausbewegung. Hier haben wir ja jetzt ein rotierendes System, einen drehenden Motor, und deswegen sprechen wir hier von Umdrehungen pro Minute. So, und wie auch in einer echten Vorlesung an der Universität werden wir jetzt eine Rechenaufgabe dazu lösen. Rechenaufgabe: Der Motor in einem Elektroauto dreht sich pro Sekunde 50 Mal. Wie oft dreht er sich in einer Minute? Hat jemand eine Idee? Oder möchte jemand die Aufgabe hier an der Tafel vorrechnen? Ja, du? Möchtest du vorrechnen? Ja? Ich schiebe die Tafel noch ein bisschen höher. Hier ist ein Stück weiße Kreide. Kommst du hier oben dran? Bestimmt, ne? Also. Ich heiße Ann-Lin. Also Ann-Lin rechnet. Kommst du dran? Also der Motor dreht sich 50 Mal pro Sekunde und die Frage ist, wie oft dreht er sich in einer Minute? Super, 60 mal 50 gleich 3000. Also 3000 Mal, Dankeschön, das hast du super gemacht. 3000 Umdrehungen pro Minute. Macht mit, achso, natürlich, wir müssen noch einmal klatschen für die Ann-Lin.
Jetzt schreiben wir hier hinten, hinter die 3000, schreiben wir jetzt unsere Einheit, die wir kennengelernt haben, noch hinter, also Umdrehungen pro Minute. Ja, Umdrehungen pro Minute. Das heißt, dieser Motor in diesem Auto dreht sich jetzt 3000 Mal in einer Minute. Das ist ganz schön schnell. Da kann man schon nicht mehr einfach zugucken, sondern da sieht man schon einen ziemlich schnell drehenden Motor. Okay, jetzt habe ich hier ganz dick noch was hingeschrieben. Das ist so ein Ausblick. Wir haben ja jetzt einige Motoren hier kennengelernt. Wir haben gesehen, es gibt diesen Motor mit den Magneten, der hier dreht. Wir haben hier kleine Statoren gesehen. Wir haben den Magnetismus hier kennengelernt. Es gibt aber noch andere Elektromotoren, andere Elektromotorenkonzepte, Motoren, die etwas anders funktionieren. Aber dennoch funktionieren alle Elektromotoren vom Prinzip her, von ihrem Grundprinzip genau gleich. Man hat immer Strom und Magnetfelder, die in irgendeiner Wechselwirkung stehen. Ja, man hat immer etwas, was angezogen wird durch ein Magnetfeld, also durch Strom, der entsteht. Und dadurch entsteht, man sagt hier bei Motoren, Drehmoment oder es entsteht eben Kraft in diesem Motor. Und um dieses letzte, diese letzte Folie jetzt noch einmal zu demonstrieren, machen wir jetzt ein letztes Experiment. Und jetzt brauche ich noch mal eine ganz mutige oder einen ganz mutigen unter euch. Und jetzt nehmen wir mal von da ganz oben, du in der Mitte, du mit der grauen Jacke, du zeigst so hoch auf, genau, du kommst mal, kannst du mal bitte nach vorne kommen. Wir werden nämlich jetzt ein Motorprinzip uns nochmal ansehen, was wir hier an dieser Wicklung zeigen können. Wir sehen hier, ihr seht schon, das leuchtet ein bisschen, diese Leuchtdioden, die wir hier sehen, ja, was zeigen die? Die zeigen jetzt dieses Statorfeld. Wir haben ja gelernt hier, es gibt bei einem Elektromotor diese Statorwicklung und diese Statorwicklung, die erzeugt diese drehenden Magnetfelder. Also hier haben wir jetzt dieses drehende Feld in dieser Spule. Ja, hier vorne gibt es diese Kupferspule und jetzt wird jede Spule nacheinander immer wieder eingeschaltet. Und in diesem Stator fehlt ja jetzt der Rotor. Es fehlt jetzt irgendwas, was drehen kann. Ne? Es gibt hier jetzt nur dieses sich drehende Feld. So, jetzt haben wir auch unser Chefexperimentatorin hier. Sagst du mal kurz deinen Namen? Melissa. Nochmal? Melissa. Melissa ist das. Okay. So, und jetzt musst du hast jetzt die große Aufgabe, den Rotor in diesem Motor zu halten. Und was haben wir hier? Wer sieht oder erkennt, was ich hier in der Hand halte? Eine Cola-Dose, genau. Und diese Cola-Dose, die ist aufgespießt, wenn ihr genau guckt. Und die kann sich hier vorne drehen. Ja, die kann sich an diesem Pin, den ich hier in der Hand habe, drehen. Und diese Cola-Dose, da ist kein Geheimnis drin, also in dieser Cola-Dose gibt es keine Magnete oder irgendwas, sondern die ist, wie sie ist, die ist einfach nur aufgespießt auf diesen Stab. Und die Melissa nimmt jetzt mal diese Cola-Dose, gehst du mal ein bisschen nach vorne und jetzt hältst du diese Cola-Dose bitte, schiebst die von vorne einfach in dieses drehende Statorfeld rein. Schön, dass die immer so frei hängt, genau, halt mal ein bisschen rein und guck mal, was passiert. Halt mal ein bisschen so, so genau. Und was seht ihr denn? Wer kann mal sagen, was wir sehen? Es dreht sich. Halt mal so, dass er richtig schön drehen kann. Ein bisschen. Na. So. Jetzt sehen wir, dass die Cola-Dose sich richtig schnell dreht hier. Wir sind noch ein bisschen weiter reinhalten, dreht sie sich noch ein bisschen schneller. Ja, ihr seht also, dieser Motor ist auch ein Motor. Ja? Wir haben hier jetzt eine Cola-Dose einfach zum Drehen gebracht, dadurch, dass wir diese Cola-Dose in dieses Magnetfeld reingebracht haben. Ja, dieses Magnetfeld dreht sich. Wenn ich das Magnetfeld nicht weiter drehen lassen würde, zum Beispiel stillstelle, jetzt habe ich das Magnetfeld einfach stehen gelassen. Jetzt dreht sich das außen nicht mehr, dann bleibt die Cola-Dose auch stehen. Wenn ich das jetzt wieder anfangen lasse zu drehen, dreht die Cola-Dose wieder los. Ja, also das ist ein Motor, der ganz einfach funktioniert. Man benötigt einfach nur ein Stück Metall als Rotor, als drehendes Teil hier in diesem Motor und ist schon fertig. Und so einen einfachen Motor, den kann man dann einbauen in ganz einfache Sachen wie zum Beispiel Lüfter, Pumpen, alles Dinge, die man in der Welt so findet. So, vielen Dank, das hast du super gemacht. Auch ein Applaus. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Vorlesung angekommen. Ich hoffe, es hat euch allen etwas gefallen und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß an diesen technischen Dingen gehabt habt. Moment, bleibt mal noch sitzen. Alle noch sitzen bleiben. Alle sitzen. Bleibt mal noch sitzen. Und wir können jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen beantworten, wenn ihr noch Fragen zu diesen ganzen Themen hier habt. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war eine ganz spannende Vorlesung, ne? Genau. So, jetzt hatte ich vorher ja schon gesagt, wir bleiben alle noch sitzen. Wir sind super in der Zeit. Also das könnt ihr auch lernen. Professoren sind super pünktlich. Das passt hier auf die Sekunde.
Wer hat denn noch Fragen? Ich habe gesagt, ein paar Fragen beantworten wir einfach noch in der großen Runde. Und du hast dich ganz, ganz schnell gemeldet. Was hast du noch für eine Frage? Wie oft dreht sich so ein Flugzeugmotor in der Sekunde oder in der Es gibt sogar Flugzeuge, die mit solchen Elektromotoren fliegen. Wir haben vor vielen Jahren bei uns am Institut sogar mal ein Flugzeug aufgebaut, ein kleines Flugzeug, was mit Elektromotoren fliegen konnte. Große Flugzeuge werden heute nicht mit reinen Elektromotoren gebaut, die das Flugzeug antreiben, weil man ganz viele Batterien mitnehmen müsste und die sind so schwer, das gibt ein Problem. Aber wenn man ein Flugzeug, ein Propeller eines Flugzeugs antreiben möchte mit so einem Motor, dann muss man in der Sekunde auch bestimmt, wie wir es da eben bei dem Elektroauto gesehen haben, 50 bis 100 Mal sich in der Sekunde drehen, also in der Minute dann bestimmt Drehzahlen haben, die um die 10.000 Umdrehungen pro Minute liegen. Also ganz schön schnell. Hier, die nächste Frage kommt von hier oben. Eigentlich habe ich keine Frage, aber wenn sich Motor dreht, dann hat doch eine Biene auch einen Motor in ihr. Ah, wenn sich so ein Motor dreht, hat dann nicht so eine Biene, wie Sie sie gezeigt haben, auch sowas wie einen Motor in sich? Das ist eine Frage, die... Deswegen, wenn ihr mal hier studieren solltet in Braunschweig, dann haben wir hier so viele Institute und so ein großes Glück, dass wir viele Spezialisten, auch viele Professorinnen und Professoren haben, die sich mit vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen. Ich bearbeite solche technischen Systeme, aber es gibt auch Professoren, die sich um solche biomechanischen Systeme, also biomechanische Techniken kümmern. Und die können euch so eine Frage sicher beantworten, aber eins ist sicher, in einer Biene gibt es keinen Motor. Also da ist kein Motor eingebaut, der die Biene antreibt. Okay, wir bleiben alle noch sitzen. Hier kommt noch eine Frage. Ich habe zwar keine Frage, aber... Eine Frage wäre noch gut. Hm? Wer hat jetzt noch eine Frage? Alles andere. So, du hast noch eine Frage? Wie lange hält eigentlich ein Elektromotor? Also wie lange hält so ein Elektromotor? Also ein Motor hält super lange, also hält viele Jahre, bestimmt 20 oder 30 Jahre, weil an so einem Motor kann eigentlich gar nichts kaputt gehen. So ein Motor, der hat so ein Kugellager und der dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. Das Einzige, was kaputt gehen kann, ist manchmal die Isolation von den Drähten. Ja, wenn die kaputt geht, dann gibt es plötzlich einen Kurzschluss. Vielleicht habt ihr schon mal zu Hause einen Kurzschluss erlebt, dann knallt es, dann gibt es ein bisschen Rauch und dann tut es der Motor nicht mehr. Aber das ist sehr selten, weil man die Motoren heute so gut isolieren kann, dass die eigentlich nie kaputt gehen. Aber nach 20 oder 30 Jahren muss man die manchmal auswechseln. Gut, und dann kommt jetzt nämlich gleich jetzt noch mal einmal was zu den Spielregeln, da müsst ihr noch gut zuhören und dann kommt einer der Höhepunkte außerhalb der Vorlesung. Die Vorlesung an sich ist natürlich der Höhepunkt. Also, wenn ihr gleich, jetzt noch nicht gleich rausgeht, denkt an euer Schal, Handschuhe, Jacken, alles was ihr mit habt, Kinder-Uni-Ausweise, die braucht ihr nächstes Mal wieder, nicht vergessen. Zweitens, Kinder, die jetzt noch Fragen haben, dürfen auch noch nicht jetzt sofort, sondern gleich hier auf die Bühne kommen. Alle Fragen werden noch beantwortet. Drittens, Mensa klappt leider nicht, aber viertens, und das ist ganz wichtig, Quizkarten kriegt ihr natürlich noch. Und wir haben immer ein Dankeschön für alle Referenten, die so mutig sind, vor so vielen Kindern sich den Fragen zu stellen und die ganzen Themen zu erläutern und zu erklären, wie zum Beispiel ein Elektromotor funktioniert. Und deshalb bedanken wir uns nochmal ganz herzlich und hoffen, dass diese kleine Trophäe einen guten Platz findet. Danke.